Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM Enemy Unknown oder na, irgendwie so ähnlich auf jeden Fall. Ja, das letzte Mal haben wir eine Wahnsinnstat hinter uns gebracht. Wir haben Hongkong oder Shanghai, nein, Shanghai war es, von einem Terrorregime der Aliens befreit. Haben dafür irre viele Punkte gemacht, aber auch leider einiges an Truppen verloren. Lorna Shaw hat sich verletzt, leider. Da ein Tula Laxus zum Sergeant geworden. Ihr seht da an diesen hellen Bereichen. Das sind Bereiche, die besser geworden sind, durch das, dass sie befördert wurden. Tula Laxo hat einen Kill. Genauso wie Roisin Farrell. Der ist zu einer Eskorte geworden, aber weit mehr gestiegen als Tula Laxo. Interessant. Die Rookies hatten noch keinen. Paddy Ryan, auch einen Kill. Silvio Lazar, auch einen Kill. Lorna Shaw, sogar zwei Kills. Ja, und erst in 11 Tagen wird sie sich von den Wunden erholt haben. Aber die ist ziemlich cool. Die hat eine Firing Accuracy von 72. Matthias Müller hat auch schon einen Kill. Keanu Tay einen. Ivar Retter sogar 4 Kills. Könnte es sein, dass das der mit dem. Keine Ahnung, vielleicht war es der mit dem Raketenwerfer. Der hat einige Kills auf dem Gewissen. Petra Larsen. Ja. Tula Laxo, naja. Okay, wir haben leider auch schon 4 Leute verloren eben. Aber es sollten bald 4 neue in die Basis kommen. Hey, ein Medikit. Der Medikit combines a healing facility with painkillers and stimulants. In order to use the Medikit, you must face towards the soldier requiring treatment. If the soldier is stunned, you must stand over the body. Click on the medikit icons and select Use Medikit from the menu. Gut, healing. Red body parts show fatal wounds. Click on a body part that is wounded. Click on the heal button. One fatal wound will be cured. And some health restored. Stimulant, this will restore energy and revive unconscious stunned soldiers. In order to revive an unconscious soldier, you must stand directly over the body. Painkiller, this will restore the morale of wounded soldiers up to an amount equivalent to the soldier's lost health. Ah, okay. Painkiller machen Moralbonus. Gut. Allocaten wir Research New Project. Tja. Können die Alien Grenades anschauen und dann mitnehmen als Granaten. Versuchen wir doch glatt mal. Und da gehen wir noch ein paar Scientists her. So, wir haben da jetzt noch Laserpistolen zu machen.
Das heißt, die Medikits werden wir machen so mal 10 Medikits. Haben wir noch keine Engineers zu ordnen. Da geben wir mal 2 Engineers. Die sollen das machen. Boah, die sind ganz schön teuer, diese Medikits. 28.000. Okay. Huch, saving game und seltsame Bildeffekte. Ha! Und wir haben 4 neue Kämpfer und 15 neue Scientists. Machen wir zuerst die Research. Machen wir ein neues Projekt. Machen wir mal so einen Reaper Corps oder einen Floater Corps, Reaper Corps. Wieso habe ich keine Scientists available? Ich dachte, ich habe noch 15 Scientists gekriegt gerade. Offensichtlich ist das eine Fehlinformation gewesen. Gut, Soldiers. Schauen wir mal die 4 an. Naja, 68 ist nicht so schlecht, aber Brave sind sie nicht. Ist sie nicht die Jessie Lane? Er ist dafür braver, aber dafür kann er nicht schießen. Werfen genauso wenig. Albert Case. Noch schlechter. Kinipela. Garara. Naja. Okay. Soll sein. Wir equippen das Craft. Können wir noch raufgeben. Nehmen wir Ungarara drauf. Und wieder zurück. Oh, noch ein paar. Und ein Scientist. Aber jetzt. Tatsächlich, den kann ich wieder einsetzen. Den gehen wir da dazu. So, na schauen wir mal. Naja, eigentlich gar nicht so schlecht. Er hört ziemlich gut. Das, naja, da geht. Ist auch nicht schlecht. Roman Morosov. Ja. Adam Ligeti können wir da lassen. Das heißt, achso. Aisha Allen. Aber vielleicht auch da lassen. Milena Peskova. Ja, Milena Peskova und Aisha Allen lassen wir auf jeden Fall draußen. Werden wir die 2 reingeben. Okay. Und gut, jetzt werden wir zeitlang keine Sachen kriegen. Hey, Laser Rifles. Okay, jetzt bauen wir langsam Engineers auch. Few Reports. Na bitte. Macht 60 Schaden. 46. Rocket Launcher. Armor Piercing.
Die Rifle macht nur 30 Schaden, das heißt, dieser Dings ist um das Doppelte stärker. Na klar, allocaten wir den Heavy Laser. So, davon brauchen wir wirklich viele. Machen wir gleich 20. Aber wir brauchen noch mehr Engineers, die das herstellen. Das heißt, wir noch ein paar Engineers einstellen. Noch weitere 10. Das ist okay. Die haben Platz. Hey! Die sind fertig. Hey, endlich wieder mal ein UFO. Das intercepten wir mit dem 1er Interceptor. Ja, das UFO kommt auf uns zu. Ah, Schweden. Nein, wir fangen das tatsächlich über dem Meer ab. UFO im Wasser versenkt. Das haben wir gut gemacht. So. Na, das wird nur rearmed. Nicht repaired. Schau, schau. Die 10 Typen sind auch hier. Sehr gut. Hey, Fuel Report. High Explosive 90. This device works in the same way as a terrestrial grenade, except that it is more powerful. Okay. Na dann. Ihr werdet unser Alien-Forschungsteam. Schauen wir mal. Machen wir mal den Floater Corps. Alien Grenades, wenn wir jetzt noch nicht selber bauen. Aber wir könnten sie auf den Sky Ranger mitnehmen. Wir haben ja ein paar Alien Grenades. Nehmen wir zwei davon mit. Oh. XCOM Project Monthly Report. Ein Monatsreport. Funding changed plus 742.000. Noch nicht schlecht. Wir haben ein excellent Rating. Und das, obwohl wir nichts gemacht haben. The Council of Funding Nations is very pleased with your excellent progress. Keep up the good work. USA, Russia, UK, France, Germany, Italy, Spain, China, Japan, Brazil, Australia, Nigeria, South Africa and Canada. Are particularly happy with your progress in dealing with local alien incursions
And have agreed to increase their funding. Okay. Hat China auch mehr bezahlt? Ja. China auch. Ägypten nicht, oder? Nö. Also nicht jeder hat mehr bezahlt jetzt. So, wir könnten uns eigentlich gleich die Graphs anschauen. Full Activity, Income. Na schon. Oh, Verrat. Das ist interessant. In dem Spiel gibt Frankreich mehr als doppelt so viel Geld her wie Großbritannien. Ob das im wahren Leben auch so wäre? Und Deutschland gibt weniger her als Frankreich. Nein, das wäre im wahren Leben wirklich nicht so. Okay. Spanien und Italien sind natürlich noch ärmer. Nur Japan gibt mehr her als Deutschland. Indien ist gleich geblieben. Brasilien auch angestiegen. Australien bin ich. Australien und Nigeria haben die gleiche Menge an Geld vorher, nachher. Na gut. Soll sein. Machen wir weiter. Hey! Intercepten wir. Hey, was heißt Tracking Lost? Wie kann man die gelostet haben? Ärgerlich. Hey, Floater Corpses. Eine Floater Autopsy. The creature has been drastically altered by surgery. The device which seems to form the core of the body is a life support system taking over the function of heart, lungs and digestive system. Na super, die haben da irgendwie was eingebaut, was seine Herz- und Lungenfunktion ersetzt. This would enable the creature to survive in extremely hostile environments. The brain is smaller than ours, but the sensory organs are very well developed. Okay, also er ist nicht so intelligent wie wir, weil er hat kaum Gehirn, oder viel weniger als wir zumindest. Und er ist offensichtlich genetisch manipuliert, damit er besser sieht, hört und was weiß nicht, was tut. Okay. Dann haben wir jetzt den Reaper Corps. Okay. Oh, wir haben auch den Heavy Laser researched. Okay. Oh, eine Laser Cannon. Das klingt gut. Für unser Raumschiff. Also für unser Raumschiff vielleicht. Das ist okay. Heavy Laser brauchen wir jetzt noch nicht. Das machen wir, wenn die Laser ganz vorbei sind. Oh, Ground. Kommen wir dort am Tag an.
Ah. Stopp. Du musst return to base. In der Fliege können wir ihn nicht erwischen. Muss ein intaktes UFO wäre schon was Schönes mal. Nee. Ah ja. Da haben wir es ja schon wieder. Na gut, dass wir mit dem Sky Ranger geflogen sind. Der scheint den auch einzuholen. Standard. Yay, eine Crashlandung. Okay. Ach weh. Aber dieses Raumschiff fliegt eh nirgends mehr hin, also so gesehen passt das schon. Nee, der refuelt noch immer. So, Sky Ranger, auf in den Kampf. Naja, sind wir schneller als der Sonnenaufgang oder nicht? Ich fürchte nichts. So, achso. Das war jetzt doof. Aber No sagen. Wartet er dann noch? So, wir nochmal speichern. Wie wir das vor jedem Kampf tun sollten. Und dann machen wir das hier. Ja, schauen wir uns an. So, aber das machen wir in der nächsten Aufzeichnung erst. Jetzt, während ich Pause mache, werde ich das noch einstellen und dann machen wir die nächste Einstellung, sobald wir schon fertig ausgerüstet sind. Okay, Herrschaften, einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.